Martin Kampmann hat es geschafft. Nach 10 Jahren wurde er unter der Vogelstange nach kurzer Beratung zum König erklärt, da im Kugelfang die blanke Schraube zu sehen und ein weiteres Schießen auf das kleine Stück zu gefährlich geworden wäre. Da war der Jubel beim neuen König groß. Das Zittern ging dann auch am Nachmittag weiter. Schafft es Königin Beatrix rechtzeitig vom Friseur zum Festzug? Doch keine Panik. Sie war rechtzeitig da und schloss ihren Mann in die Arme. Also ich war happy, muss ich sagen. Ich habe das seit 10 Jahren versucht, war immer der Zweite. Und ich kann es gar nicht beschreiben, aber es war super jedenfalls. Wie das Volk Gerbeck hinter mir gestanden hat. Die Atmosphäre war super und es war spitze. Ich bedanke mich nochmal bei ganz Gerbeck, wie sie mich heute Morgen unterstützt haben. Die gute Stimmung war zu spüren und so sollte es in der Halle weitergehen. Das war Richtung Stimmung, mal richtig auf den Pauke gehauen und allem drum und dran. So wie ganz Gerbeck mich kennt. Ungewöhnlich langen Montagsfestzug ging es dann durch das Dorf. Neben dem nunmehr ein Jahr amtierenden Königspaar Beatrix und Martin Kampmann begleiteten ihn 20 Hofstaatpaare. Und auch viele Schützenbrüder nahmen am Festzug teil. Ebenso standen zahlreiche Untertanen am Rand der Straße und jubelten dem Königspaar zu. Nach einer ordentlichen Sause in der Halle wird das Schützenfest am frühen Morgen enden und gehört damit der Geschichte an.